Und ich kenne keine Gnade. Ich freue mich ja heute in Marburg zu sein. Denn das ist genauso tot wie bei mir zu Hause. Man hat mich heute Abend gebeten, ein paar von meinen unglaublichen Fähigkeiten zu demonstrieren. Aber ihr könnt überhaupt froh, dass ich überhaupt hier bin. Dass ich von Opfer einen dummen, dicken Kopf gehabt. Ich habe gestern Alkoholiker gebissen, das war vielleicht scheiße. Aber dann habe ich Glück gehabt, hier vorne war ein Verkehrsunfall. Bin ich gleich zum Bäcker gegangen, habe mir Brötchen und da kann man so lecker stippen. Ja, aber ihr seid alle sehr gespannt, was ich für unglaubliche Fähigkeiten habe. Und die werde ich euch demonstrieren. Denn ich, als Fürst der Finsternis, gehöre zur Gattung der Vampire. Und die Vampire gehören zur Gattung der Fledermäuse. Und Fledermäuse orientieren sich mittels der Echoortung. Oder Ultraschallorientierung. Und das werde ich euch jetzt einmal demonstrieren. Und dazu brauche ich zwei Personen, die mir helfen. Hallo, mit wem habe ich das Vergnügen? Hier geht's. Hallo. Hast du irgendwelche Hobbys? Fahrradfahren. Du bist eine sportliche junge Frau. Das finde ich ganz, ganz große Klasse. Wo kommst du her, Birgit? Aus der Nähe von Oldenburg. Und da bist du mit dem Fahrrad von Oldenburg hierher gekommen? Respekt, Respekt. Nicht schlecht. Wie war nochmal dein Name? André. Du hast ein sehr gutes Gedächtnis, André. Das wird dir heute Abend noch sehr, sehr weit helfen. André. André. Was hast du für Hobbys? Motorradfahren. Seid ihr so lang? Ja? Ist ja so ein Arzt, der immer mit dem Motorrad vorne wegfährt, wenn du mit dem Fahrrad hinterher fährst. Das hat mir gedacht, ja. Ist doch egal. Was macht ihr überhaupt hier? Seid ihr pervers oder was? Hey, was macht ihr? Hey, am Wochenende, lass uns doch mal was Schönes machen, Liebling. Lass uns nach Marburg fahren. Ich mag Perverse, das finde ich nicht. Jetzt gibt es natürlich noch zwei Kandidaten. Hey, Moment. Da kann ja doch noch was sehen. Und für die werde ich jetzt noch zusätzlich diese Kämpfe rein schlafen. So. Jetzt ist aber Ruhe im Karton. Okay, Birgit, du hast deine Handtasche noch da? Dann nimm irgendeinen Gegenstand wahllos aus deiner Handtasche und pack ihn auf deine linke Hand. Bist du weit weg? Ich höre dich schon. Bist du gegangen? Ah, bist du. Okay. Ich möchte dich mit meiner rechten Hand dein Handgelenk erfassen. Sehr gut. Okay. Also, ich werde dir zeigen, wie das funktioniert. Es ist ein Handy. Ist das ein Ding? Ja. Okay. Das hätte Zufall sein können. Nimm einen zweiten Gegenstand. Ein zweiter Gegenstand. Okay, wo ist dein Handgelenk? Ja, wenn du es mir sagst, flitscht mir gar nicht. Stell dir vor, ist der Gegenstand, ist der hart oder was? Stell dir vor!
weiter Gegenstand. Das ist ja richtig, ja? Okay. Stell dir vor, was man mit dem Gegenstand machen kann. Man kann Gegenstand tragen, ist das richtig, ja? Okay, und jetzt stell dir nochmal vor, wie sieht der Gegenstand aus? Es ist eine Krawatte! Ist das richtig? Ist das unglaublich? Meine Damen und Herren, Birgit, ein Riesenapplaus! Das ist dein Applaus! Du darfst dich wieder hinsetzen! Du hast das fantastisch gemacht, Birgit! Birgit, du hast das fantastisch gemacht! Und ich möchte schließen! Mit den letzten Worten eines Vampirs! Oh! Was für ein schöner Tag heute! In diesem Sinne, macht's gut! Ich bin der Fürst der Finsternis!